بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister im Islam, ich freue mich, dass ich heute wieder unter euch sein darf. Und wir wollen heute auch gleich unsere Reihe fortführen, insha'Allah ta'ala, über die Suwar des Korans und die Themen der Suwar des Korans, der koranischen Suren. Und wir werden heute, insha'Allah ta'ala, zwischendurch eine Gebetspause haben, aber es geht leider nicht anders. Wir werden jetzt 20 Minuten, insha'Allah ta'ala, gemeinsam etwas machen und nach dem Gebet, bi'iznillahi azza wa jal, führen wir dann den Vortrag fort. Und heute, bi'iznillahi azza wa jal, mit einer ganz besonderen Sura. Beginnen wir mit einer ganz besonderen Sura. Warum besonders? Weil es sich nämlich bei dieser Sura um die erste Offenbarung handelt, welche unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam empfangen hat. Und wir werden heute bi'iznillahi azza wa jal auch nicht die gesamte Sura an einem Stück lesen, sondern wir werden uns insha'Allah ta'ala jeweils die Abschnitte dieser Sura anschauen. Und man kann diese Sura, und es handelt sich um Surat Al-Alaq, die Sura Nummer 96 des Koran, man kann diese Sura in zwei Teile oder auch in drei Teile unterteilen. Und wir beginnen bi'iznillahi azza wa jal mit dem ersten Teil, schauen uns ihn genauer an, insha'Allah ta'ala, und dann schauen wir uns den zweiten und den dritten Teil dieser Sura an. Beginnen wir bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala aber zunächst erst einmal mit einer allgemeinen Einleitung zu dieser Sura. Und zwar handelt es sich ohne Zweifel bei Surat Al-Alaq, bei den ersten fünf Versen dieser Sura, um die erste Offenbarung, welche unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam empfangen hat. Und wir gehen gleich darauf noch einmal etwas näher ein. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, kommen wir noch einmal zu allgemeinen Informationen zu dieser Sura. Und zwar, der bekannteste Name dieser Sura ist Surat Al-Alaq. Und auf Al-Alaq kommen wir noch zu sprechen, insha'Allah ta'ala. Aber die Sura wird auch einfach als Iqra bezeichnet. Also als Lies. In manchen Hadithwerken finden wir auch, dass die Sura unter dem Namen Iqra bismi Rabbik bekannt ist. Wie es beispielsweise in Al-Mustadrak ist, ein Werk von einem Gelehrten mit dem Namen Al-Hakim. Und ein Mustadrak-Werk bedeutet, dass ein Gelehrter, ein Hadith-Gelehrter, sich ein bekanntes Hadith-Werk nimmt und dann all jene Hadithe überliefert, welche in diesem Hadith-Werk nicht vorhanden sind, unter den Voraussetzungen, welche der Gelehrte in diesem bekannten Hadith-Werk für sich selbst festgelegt hat. Habt ihr das verstanden? Nochmal. Mustadrak bedeutet was? Dass ich ein bekanntes Hadith-Werk nehme, wie beispielsweise das Werk von Al-Bukhari. Ja, das ist ja das bekannteste Hadith-Werk, das wir haben. Ich nehme dieses Hadith-Werk als Hadith-Gelehrter und schaue mir ganz genau an, welche Voraussetzungen und welche Methode dieser Gelehrte, in diesem Fall Imam Al-Bukhari, für sich selbst festgelegt hat bei der Sammlung der Hadithe und schaue, ob es nicht noch andere Hadithe gibt, welche ihm entgangen sind und welche genau die gleichen Voraussetzungen erfüllen, wie die Hadithe, die er in seinem Werk gesammelt hat. Und deswegen Mustadrak, ey istadraka alayhi. Istadraka bedeutet was? Dass ich sozusagen noch etwas nachhole, was er vergessen haben könnte oder was er nicht gesammelt hat.
Und dementsprechend gibt es ganz viele sogenannte Mustadrak-Werke für die Werke von Imam al-Bukhari und auch für das Werk von Imam Muslim, die beiden Sahih-Werke. Und eines der bekanntesten Mustadrak-Werke ist der Mustadrak von Imam al-Hakim al-Nisaburi. Das nur mal, dass wir einfach mal wissen, was wir hier auch für Wörter benutzen. Nicht immer hören Mustadrak, Mustadrak, aber keiner weiß wirklich, was ein Mustadrak-Werk ist. Jetzt wissen wir, was ein Mustadrak-Werk ist. Und auf jeden Fall wird im Mustadrak von Imam Hakim überliefert von Aisha radiallahu anha, dass sie gesagt hat, أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. Die erste Sura, welche vom Koran herabgesandt wurde, ist, und jetzt kommt der Titel, اقرأ باسم ربك. Das heißt, sie nennt die Sura einfach mit اقرأ باسم ربك. Und wir hatten vor zwei Wochen gesagt gehabt, dass es hierfür, für diese Art und Weise der Benennung einer Sura, auch eine bestimmte, im Arabischen, einen bestimmten Namen gibt. Diese Methode, wie man dann eine Sura benennt, nämlich, dass man einfach den ersten Teil oder die ersten Worte der Sura nimmt und dann die Sura danach benennt. Wie nennt man das? At-tasmiyatu ala al-hikaya. At-tasmiyatu ala al-hikaya. Was bedeutet das? Dass ich die Sura benenne, nach, als würde ich sie nacherzählen. Ala al-hikaya. Und deswegen, iqra bismi rabbik, ist ja der Anfang der Sura und dementsprechend ist es die At-tasmiyatu ala al-hikaya. Gut. Also, wir haben den Namen Al-Alaq, wir haben den Namen Iqra und wir haben At-tasmiyatu ala al-hikaya, iqra bismi rabbik. Es gibt aber auch einige Gelehrte, wie beispielsweise Ibn Atiyya und Abu Bakr Ibn al-Arabi, der bekannte Gelehrte, der ein sehr, sehr wichtiges Werk geschrieben hat, nämlich Ayat al-Ahkam, ja, von Ibn al-Arabi, ist ein sehr, sehr bekanntes Werk und wichtig ist, es gibt einen Unterschied zwischen Ibn al-Arabi und Ibn al-Arabi. Ja, nicht, dass man da durcheinander kommt. Ibn al-Arabi ist der bekannte malikitische Gelehrte, der wichtige Bücher geschrieben hat, im Fiqh, aber auch in anderen Bereichen. Während Ibn al-Arabi, wer ist? Hat jemand schon den Namen Ibn al-Arabi gehört? Wer ist das? Ein bekannter sufischer Gelehrter, der sehr umstritten ist. Ein bekannter sufischer Gelehrter, der sehr umstritten ist, der unter anderem beispielsweise ein Werk geschrieben hat wie Al-Futuhat al-Makkiya. Als Beispiel, ja, sehr, sehr umstritten, weil er teilweise pantheistische Ansichten vertritt. Pantheismus bedeutet auf Arabisch Wahdat al-Wujud, das heißt, dass sozusagen das gesamte Universum samt des Schöpfers dieses Universums im Grunde genommen eins ist. Ja? Also deswegen ist er sehr, sehr umstritten. Ja? Aber das soll uns nicht weiter beschäftigen. Nur, dass wir wissen, es gibt einen Unterschied zwischen Ibn al-Arabi mit Al- und zwischen Ibn Arabi. Ja, das sind zwei unterschiedliche Gelehrte. Gut. Und auf jeden Fall wird von Ibn Atiyya und Abu Bakr Ibn Arabi teilweise der Name Surat Al-Qalam benutzt. Sagt euch das etwas, Surat Al-Qalam? An was für eine Sura denkt ihr denn bei Surat Al-Qalam? Nun, wal-qalami wa ma yasturun. Und die Gelehrten, die Surat Al-Alaq den Namen Surat Al-Qalam gegeben haben, die nennen dann Surat Al-Qalam wie? Surat Nun. Also ganz einfach sozusagen. Ja? Und da seht ihr, ja, es gibt verschiedene Namen für Surat Al-Alaq, damit wir einfach mal diese allgemeine Einleitung zu der Sura haben. Es gibt auch bei dieser Sura wiederum Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten, wie viele Verse sie hat. Und wir haben schon jedes Mal erwähnt gehabt, das bedeutet nicht, dass die Suren voneinander abweichen oder diese Version abweichen, sondern es geht nur um die Verszählung. Und zwar bei den Ahl al-Madina und den Ahl al-Mekka haben wir 20 Verse. Bei den Ahl al-Sham 18 Verse und bei den Ahl al-Kufa wal-Basra haben wir 19 Verse für diese Sure. Ja? Und den Mushaf, den wir heute haben, der stützt sich genau auf diese Version der 19 Verse.
Ja, also wir haben sozusagen diese Sura, ja, dass sie in 19 Versen unterteilt ist. Kommen wir jetzt bi'iznillahi azza wa jal zu dem ersten Teil der Sura. Zu diesen ersten 5 Versen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala diese Sura einleitet. Und welche die ersten Verse sind, die unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam empfangen hat. Lasst uns jetzt diese Verse einmal, noch einmal auf Arabisch im Original hören. Nur diese ersten 5 Verse, inshallah ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Die ersten 5 Verse, die unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Ghar Hira von Jibril alaihi salam empfangen hat. Wir werden heute nicht drum herumkommen, noch einmal diesen schönen Bericht von seiner Ehefrau Aisha radiallahu anha zu schildern und wiederzugeben, in der Aisha ganz genau berichtet, obwohl sie nicht anwesend war, weil sie ja relativ jung gewesen war, aber sie hat es halt dann gehört und überliefert, in dem Aisha radiallahu anha ganz genau beschreibt, und es handelt sich hierbei um den zweiten Hadith in Sahih al-Bukhari, unter dem Kapitel Bad al-Wahi, der Beginn der Offenbarung, in dem Aisha radiallahu anha ganz genau beschreibt, wie diese erste Offenbarung zu unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelangt ist. Und zwar sagt عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. Das erste, was der Prophet صلى الله عليه وسلم an Offenbarung erhielt, ist was? Die fromme Ru'ya, das fromme Traumgesicht im Schlaf. Also das wahre Traumgesicht im Schlaf. Es waren nicht einfach irgendwelche Träume, sondern es war wirklich ein Traum, der von Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist. Und was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam über eine Ru'ya, die Ru'ya des Mu'mins? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, dass es sich bei der Ru'ya eines Mu'mins um 1/46 der Offenbarung handelt. 1/46 der Offenbarung. Also wenn du eine Ru'ya erhältst, in der du etwas siehst, und diese Ru'ya ist wirklich von Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist es ein Teil von 46 Teilen des Wahs, der Offenbarung. Und Aisha sagt jetzt, فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقْ الصُّبْحِ. Er hat keine Ru'ya gesehen, außer dass sie so klar gewesen ist, wie die Morgendämmerung. Klar und deutlich. Eine eindeutige Angelegenheit, wo ich keinen Zweifel habe, dass es wirklich von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und dann sagte Aisha, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam getan hat. ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءِ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ تَعَبُّدُ الْلَيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ. Und dann wurde dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam das sogenannte At-Tahannuth lieb gemacht. Und in diesem Hadith wird auch erklärt, was At-Tahannuth ist, nämlich At-Ta'abbud. Er hat sich zurückgezogen, um zu meditieren, um sich Gedanken zu machen, um zu überlegen, um zu reflektieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Gerade im Zusammenhang mit diesen ersten 5 Versen, die dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam offenbart wurden. Weil in diesen ersten 5 Versen, die dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam offenbart werden, geht es nämlich genau um das, was ich mit dem Verstand mache.
Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, bevor er die erste Offenbarung erhält, tut er genau das, was Allah ta'ala von ihm in der ersten Offenbarung verlangt. Er benutzt nämlich seinen Verstand. Er schaltet seinen Verstand nicht ab. Er schaltet seinen Verstand nicht ab, sondern er benutzt seinen Verstand. Er macht sich Gedanken, sallallahu alaihi wa sallam, über das, was um ihn herum geschieht. Er stellt es in Frage. Häufig wird ja heutzutage der Islam oder die Religion im Allgemeinen, nicht nur der Islam, von Religionsgegnern so dargestellt, als würde Religion automatisch bedeuten, dass ich meinen Verstand abschalte. Und dementsprechend heißt es immer wieder, der Islam braucht eine Aufklärung. Das Christentum habe die Aufklärung durchgemacht. Und wie definiert Kant die Aufklärung, Salim? Ja, was ist die sozusagen ja, die Aufklärung? Ja, weiß es jemand, was die Aufklärung ist nach Kant? Ich habe es jetzt auch gerade, mir ist so eingefallen. Ja, ist ja irgendwie, dass man, ich kann es auch nicht ganz genau wiedergeben, müsste man nochmal nachschauen, aber dass sozusagen der Mensch aus seiner Unmündigkeit, ja, das ist das, was ich noch im Verstand habe, dass der Mensch aus seiner Unmündigkeit herausgeführt wird. So ähnlich, ja, müsst ihr nochmal schauen, könnt ihr ja gleich mal nachgucken, inshallah ta'ala, wie Kant die Aufklärung ja, definiert hat. Ja. Aber im Endeffekt, Aufklärung bedeutet, dass ich meinen Verstand benutze. Und dass ich mir nicht immer vorsagen lasse, was ich zu denken habe, sondern dass ich meinen eigenen Verstand benutze. Und deswegen finden wir immer wieder Verse im Koran, in denen Allah subhanahu wa ta'ala genau diese Haltung kritisiert. Dass man nämlich nur das tut, was die Vorväter schon getan haben. Und nicht seinen eigenen Verstand einschaltet. Und die Dinge nicht in Frage stellt. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مُتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. Und wenn zu ihnen gesagt wird, befolgt das, was Allah herabgesandt hat. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Sagen sie, wir befolgen nur das, was unsere Vorväter schon vorher getan haben und wie wir es vorgefunden haben, dass unsere Vorväter es tun. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Selbst wenn ihre Vorväter nichts verstanden haben, also ihren Verstand nicht benutzt haben und nicht rechtgeleitet gewesen waren. Das heißt, weder haben sie ihren Verstand benutzt, den Allah Ta'ala ihnen gegeben hat, damit sie unterscheiden können zwischen gut und schlecht, noch hatten sie ein Buch, was sie befolgt haben, also eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala, die ihnen den rechten Weg aufzeigt. Also weder haben sie den Verstand, der die Grundlage für auch das Verstehen der Hidayah ist, das Verstehen der Rechtleitung ist, noch hatten sie ein Kitab Munir, ein leuchtendes Buch, welches sie befolgen konnten. Und dementsprechend, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, bevor er die erste Offenbarung erhält, tut er genau das, was Allah Ta'ala später von ihm und von den Gläubigen, die sich seiner Religion anschließen, verlangt. Nämlich nachzudenken und zu reflektieren und sich Gedanken zu machen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Machen wir weiter, inshallah ta'ala, meine geehrten Geschwister. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat also, bevor er die Offenbarung erhalten hat, genau das getan, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm auch in der ersten Offenbarung verlangen wird. Nämlich seinen Verstand zu benutzen. Und dementsprechend hat sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Ghar Hira zurückgezogen und dort meditiert, sich Gedanken gemacht, bevor die erste Offenbarung zu ihm gekommen ist. Und wie wir wissen, blieb er immer im Ramadan für mehrere Tage dort, bis zu ihm im Alter von 40 Jahren die erste Offenbarung kam. Und wir wollen uns das noch einmal anhören von Aisha radiallahu anha. Und zwar sagte Aisha radiallahu anha daraufhin, فَجَاءَهُ الْمَلَكُ. Und der Engel kam daraufhin. فَقَال. Und er sagte, اقْرَ. Lies. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam antwortete, مَا أَنَا بِقَارِ. Ich bin nicht lesend, ich kann nicht lesen. Was soll ich lesen? Kann so und so übersetzt werden. Woraufhin
Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: فأخذني, er nahm mich daraufhin, فغطني, und er drückte mich oder umarmte mich, حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني, bis ich nicht mehr konnte, bis ich das Gefühl hatte, dass er mich zerdrücken wird, und dann ließ er mich los. Und er sagte wieder: اقرأ, lies. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete ein weiteres Mal: ما أنا بقارئ, ich kann nicht lesen. Und Jibril alaihi salam, er nahm ihn wieder, und er war in der Gestalt eines Mannes gewesen, wie wir wissen. Er nahm ihn wieder und er drückte ihn, bis er nicht mehr konnte, und ließ ihn los. Und er sagte: lies. Und er antwortete auf die gleiche Weise. Und Jibril alaihi salam nahm ihn ein drittes Mal, drückte ihn, bis er nicht mehr konnte, und ließ ihn los. Woraufhin dann die ersten fünf Verse, die wir gerade gelesen haben, offenbart wurden: اقرأ بسم ربك الذي خلق. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er diese erste Offenbarung erhielt, fing er an zu zittern. Sein Herz bebte. يَرْجُفُ فُؤَادُهُ. Er ging zu Khadija radiallahu anha und er sagte nur: زَمِّلُونِي, زَمِّلُونِي. Bedeckt mich, bedeckt mich, umarmt mich, umarmt mich, ich brauche eure Wärme. فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ. Und sie haben ihn dann umarmt und ihm gut zugesprochen, bis die Angst von ihm ging. Und jetzt geht es weiter. Bevor es weitergeht, lass uns noch ganz kurz auf diese wichtige Begegnung, wie sie von Aisha radiallahu anha beschrieben wird, zu sprechen kommen. Warum, aus welchem Grund hat Jibril alaihi salam von ihm verlangt, etwas zu lesen, obwohl er wusste, dass er nicht lesen kann? Oder von ihm verlangt, etwas zu lesen, was er noch gar nicht lesen konnte, weil es noch gar nicht offenbart gewesen war? Jibril alaihi salam, er wollte ihn darauf aufmerksam machen, dass jetzt etwas kommt. Etwas kommt, was mit Gelehrsamkeit zu tun hat. Etwas kommt, was aus einer unwissenden Gemeinschaft eine Gemeinschaft des Wissens machen wird. Etwas kommt, was die Menschen zur Wahrheit führen wird. Etwas kommt, was aus einem Menschen, der Analphabet gewesen ist, zu jemandem machte, der ein Lehrer für die Gelehrten wird. Eine Wiederholung. Und er nahm ihn und drückte ihn, um ihn noch einmal darauf hinzuweisen, dass das, was kommen wird, keine leichte Kost ist, sondern dass es etwas Schweres ist in der Bedeutung. Etwas Schweres ist, was die Verantwortung trägt, die ich auf mich lade, wenn ich an diese Worte glaube, dass es etwas ist, was mit Einsatz zu tun hat, wie auch am Ende der Geschichte in diesem Hadith auch sehr, sehr schön aufgezeigt wird, als nämlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Onkel von Khadija ging, wie wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala. Da sehen wir, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wurde darauf regelrecht vorbereitet. Und noch ein ganz wichtiger Aspekt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch weiß, dass es sich hierbei nicht um einen Traum handelt, sondern dass es Realität ist. Ja, beim ersten Mal könnte man auch denken, das war ein Traum gewesen. Aber dann ist es nicht nur so, dass mich jemand anspricht und ich jemanden sehe, wo ich denken könnte, ich träume, sondern ich werde auch noch gedrückt von ihm, was ich an meinem gesamten Körper spüre. Ja, ist nochmal ein Unterschied, oder? Und dann könnte man immer noch denken, das war im Traum gewesen. Und dann kommt die zweite Aufforderung. Und wieder werde ich gedrückt. Und selbst bei der zweiten könnten noch Zweifel vorhanden sein, bis dann die dritte Aufforderung kommt und ich wieder ein drittes Mal gedrückt werde, sodass alle Zweifel beseitigt worden sind, dass es sich um einen Traum handelt und es wirklich eine Offenbarung ist und er nicht träumt, sallallahu alaihi wasallam. Islam steht immer im Einklang mit der Realität. Der Islam verlangt nie von uns Menschen etwas, was unmöglich ist.
Der Islam ist eine Religion, in der der Mensch zu Dingen aufgefordert wird, die im Einklang mit seinem Wesen stehen. Das ist Islam. Und genau aus diesem Grund verlangt Allah subhanahu wa ta'ala von uns zu lesen, uns zu beschäftigen mit den Wissenschaften, uns Gedanken zu machen, damit wir ganz genau wissen, welche Religion, welche Offenbarung stimmt im Einklang oder steht in Einklang mit dem Wesen des Menschen. Wenn wir uns bestimmte Religionen heutzutage anschauen, dann sehen wir, dass diese Religionen entweder nur die Seele ansprechen oder nur Materielles ansprechen, also immer in gewisse Extreme gehen, während der Islam als einzige Religion es geschafft hat, als wahre Religion Allah subhanahu wa ta'ala, welche diese Fehlentwicklung in den anderen Religionen reformiert hat und wieder richtig gestellt hat, es als einzige Religion geschafft hat, genau das Wesen des Menschen voll und ganz anzusprechen. Sowohl seine Seele als auch seinen Körper und seinen Verstand. Und dementsprechend die ersten Verse, die offenbart werden, sind Lies. Der Islam hat keine Angst vor Wissen. Nur eine Religion, die nicht von Allah stammt, kann Angst machen vor Wissen. Und dementsprechend, schon in der Schöpfungsgeschichte, finden wir im Koran keinen Hinweis darauf, dass der Baum, von dem Adam a.s. nicht essen sollte, ein Baum der Erkenntnis gewesen ist. Nein. Wenn es um Erkenntnis gehen würde, dann hätte Allah Ta'ala von Adam nicht verlangt, dass er davon nicht essen darf. Sondern wie heißt der Baum im Koran? Shajarat? Ja, wie heißt der Baum im Koran? Wie wird der Baum im Paradiesgarten von Adam a.s. genannt? Shajarat? Al-Khuld. Es handelt sich um den sogenannten Baum der Ewigkeit. Und eigentlich müsste jedem Menschen, eigentlich auch Adam a.s., von vornherein bewusst gewesen sein, Ewigkeit, das gilt nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist sehr interessant, ja. Es geht nicht darum, dass ich nicht vom Baum des Wissens, der Erkenntnis nicht essen darf, sondern es geht darum, dass ich nicht von etwas essen darf, was ganz klar meiner Natur als Mensch widerspricht. Nämlich, dass ich Ewigkeit in dem Sinne erlangen kann. Und das wusste Adam a.s. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verboten, davon zu essen. Wo er doch wusste, dass Ewigkeit für ihn in diesem Zustand nicht möglich ist. Shajarat al-Khuld. Kommen wir noch weiter, insha'Allah ta'ala, damit wir das auch vollständig haben, diese schöne Überlieferung zu der Überlieferung von Aisha radiallahu anha. Woraufhin, und ich fasse es ganz kurz, insha'Allah, damit wir noch auf die Sura zu sprechen kommen, woraufhin dann Khadija radiallahu anha sagte, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي, ich habe mir Sorgen um mich selbst gemacht. Und Khadija dann sagte, كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا, nein, keineswegs, Allah wird dich niemals im Stich lassen. إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ, warum, aus welchem Grund? Weil du die Familienbande pflegst. وَتَحْمِلُ الْكَلْ, und du trägst denjenigen, der in Not geraten ist. وَتَكْسِمُ الْمَعْدُومِ, und du hilfst denjenigen, der nichts hat. وَتَقْرِ الضَّيْفِ, und du bist gegenüber dem Gast, bewirtest den Gast und bist gastfreundlich. وَتُعِينُ عَلَى النَّوَائِبِ الْحَقِّ, und du hilfst denjenigen, welche von einem Schicksalsschlag getroffen wurden. Jemand, der solche Eigenschaften hat, der braucht sich keine Sorgen zu machen, dass er in irgendeiner Weise von Allah subhanahu wa ta'ala in die Irre geführt wird. Nein, genau das ist es doch, was Allah ta'ala will. Und dementsprechend, jemand, der solche Eigenschaften vorweist, kann kein Betrüger sein. Und Allah ta'ala, er wird ihn niemals in die Irre leiten. Im Gegenteil, genau das ist es doch, was die Botschaft Allahs beim Menschen erreichen möchte. Dass er nämlich zu einem vollkommenen Menschen wird, der den Charakter verkörpert, den Charakter, diesen vorbildlichen Charakter verkörpert und die Moral verkörpert. إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, ich wurde nur gesandt, um den guten Charakter zu, oder die guten Charaktereigenschaften zu vervollkommnen. Und auf jeden Fall, Khadija radiallahu anha ging dann mit ihm zu ihrem Onkel Waraqa ibn Nawfal, der zu diesem Zeitpunkt schon Christ gewesen war und der sich auch auskannte mit den Schriften der Christen und der auch lesen konnte, und zwar Hebräisch lesen konnte. Und sie gingen dann gemeinsam zu ihm, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam
ihm berichtete, was vorgefallen war, nachdem Waraqa ibn Nawfal zu ihm sagte, Yabna Ammin, Isma', Khadija radiallahu anha sagte, Yabna Ammin, genau, Isma' min ibn Achika, hör von deinem sozusagen Sohn deines Bruders an. Und Waraqa ibn Nawfal sagte daraufhin zu ihm, Yabna Achi, Mada Tara, was ist los? Ja, du Sohn meines Bruders, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm ganz genau erzählte, was ihm vorgefallen gewesen war. Und Waraqa ibn Nawfal auf Anhieb sagte, هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. Das ist die Offenbarung, die Allah subhanahu wa ta'ala schon auf Musa alayhi salam herabgesandt hat. Oh, hätte ich doch Kraft, würde ich doch leben, wenn dein Volk dich vertreiben wird. Und genau das ist die Bürde, die unser Prophet sallallahu alaihi wasallam tragen sollte. Und deswegen hat Jibril alaihi wasallam ihn gedrückt, um ihm noch einmal aufzuzeigen, welche Verantwortung er tragen wird. Dass nämlich das, was er predigen wird, auf Widerstand stoßen wird. Und die Leute das nicht akzeptieren werden auf Anhieb. Und vielleicht auch nie akzeptieren werden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte ganz verwundert, Awa mukhrijiyahum, werden sie mich etwa vertreiben? Und er sagte, Naam. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. Keiner, kein Mann ist mit dem gekommen, mit dem du gekommen bist, also vor dir, außer dass er angefeindet wurde. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. Und sollte ich noch diesen Tag erleben, wo du anfängst, in der Öffentlichkeit zu predigen, dann werde ich dich in jeder Hinsicht unterstützen. Aber er ist vorher gestorben. Radiallahu anhu wa arda. Also er hat an den Propheten sallallahu alaihi wasallam geglaubt, ohne dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam wirklich unterstützen konnte. Das sind die ersten 5 Verse, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam offenbart bekommen hat. Lass uns nochmal ganz kurz, inshallah, also ihr seht, heute Surat al-Alaq ist ein etwas größeres Thema, aber wir versuchen es, inshallah, so gut wie möglich in einem Vortrag zu quetschen. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala, er fordert also vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit dem allerersten Wort zu lesen. Und nicht nur das, sondern kurz darauf fordert Allah subhanahu wa ta'ala von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam im Grunde genommen indirekt noch einmal auch das Schreiben zu erlernen. Iqra بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقْ. Erstmal lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Und dann geht Allah subhanahu wa ta'ala auf die Schöpfung des Menschen ein, worin auch ein Wunder des Korans liegt. Warum? Weil nämlich das Wort Alaq, was den Stadium oder das Stadium eines Embryos zeigt in seiner Entwicklungsphase, das beste Wort ist, was man für diese Entwicklungsphase benutzen kann. Wir können jetzt nicht ganz genau darauf eingehen, aber Alaq, ich kann mich doch erinnern, hier eine kleine Anekdote so nebenbei. Bevor ich also ganz frisch aus Ägypten kam, da habe ich noch in Charlottenburg gewohnt. Und dann gab es eine Kirche in meiner Nähe. Und da habe ich so gesehen, es gibt eine Veranstaltung über den Islam. Und ich dachte, das wäre so eine öffentliche Veranstaltung. Und bin dann als Muslim hingegangen. Und dann hatte der Pfarrer oder irgendjemand in der Kirche dann halt einen Vortrag gehalten für die Gemeindemitglieder über den Islam. Der Vortrag, der sah natürlich dann auch dementsprechend aus, ja, dass er natürlich viele falsche Informationen beinhaltet hat. Und ich kann mich doch ganz genau daran erinnern, dass er dann diesen Vers zitiert hat, خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ, den Menschen erschaffen hat, aus einem Anhängsel, oder er hatte damals die Übersetzung benutzt, aus einem Blutegel. Ja? Und dann die Leute angefangen haben zu lachen. Ich saß da als einziger Muslim, habe dann aber ein bisschen was über den Islam erklärt und so. Habe dann auch Surat al-Fatiha vor allen rezitiert, haben dann geklatscht und so, fanden sie ganz toll. Ja, auf jeden Fall haben sie dann gelacht, ja, das hat sich so ein bisschen komisch an, aus dem Blutegel und weiß ich nicht was. Ja, aber subhanallah, genau in diesem Wort Alaq liegt ein Wunder. Warum? Weil woher sollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor 1400 Jahren gewusst haben, dass der Embryo in diesem Stadium genauso aussieht wie ein Alaq. Was ist denn ein Alaq? Alaq hat 3 grundlegende Bedeutungen in der arabischen Sprache.
Einmal Anhängsel, also alaqa, yata'allaq bishay, etwas, was sozusagen anhängt. Ja? Und genauso ist es dann auch im Mutterleib, dass sozusagen das aussieht wirklich wie etwas, was dann an der Gebärmutter hängt. Und dann alaq kann auch Blutegel bedeuten. Ekel oder Egel? Ich bin jetzt gerade Egel, ja, mit G, ja. Ja? Und wenn man sich die Bilder anschaut, ja, von dem Embryo genau in diesem Stadium, sieht es 1:1 aus wie ein Blutegel. Und man kann es übersetzen als Blutklumpen oder Blutgerinnsel. Und subhanallah, ja, genau in diesem Stadium ist es so, dass das Blut im Embryo nicht zirkuliert, sondern sozusagen noch also im Körper zirkuliert, sondern wirklich es aussieht ganz genau wie eine Art Blutgerinnsel, eine Art Blutklumpen. Und das sind die drei grundlegenden Bedeutungen vom Wort alaq. Und genauso, ja, sieht es auch in der Wissenschaft aus. Woher sollte das der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gewusst haben? Und da sehen wir, wie genau der Koran ist. Und ich rate euch auch mal, das euch nochmal durchzulesen, diese wissenschaftlichen Wunderaspekte im Koran. Da muss man natürlich immer aufpassen. Der Koran ist kein Wissenschaftsbuch. Es ist kein Buch, was ich irgendwie, womit ich Chemie oder Physik lernen kann. Nein. Aber der Koran ist das Wort Allahs. Und was bedeutet das, dass es das Wort Allahs ist? Dass nichts im Koran stehen kann, was wissenschaftlichen Erkenntnissen widerspricht. Und mit Erkenntnissen meine ich nicht Theorien, sondern ich meine wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse, wo wir 100% sicher sind, dass die Welt so beschaffen ist. Es kann keinen Widerspruch geben. Warum? Weil es nämlich das Wort Allahs ist. Und Allah ist derjenige, der erschaffen hat. Und dementsprechend muss die Beschreibung, die wir im Koran, im Wort Allah subhanahu wa ta'ala finden, 1:1 übereinstimmen mit der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen interessant. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Und jetzt kommt gleich was, dieser wissenschaftliche Aspekt. Khalaqa al-insana min alaq. Er hat den Menschen aus einem Blutegel, Blutgerinnsel, aus einem Anhängsel erschaffen. Und jetzt geht's weiter. Iqra wa rabbuka al-akram. Lies. Ja? Und dein Herr ist der Edelste. Alladhi 'allama bil qalam, der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat. Genauso wie Allah Ta'ala den Menschen das Schreiben beigebracht hat, hat auch Allah Subhanahu wa Ta'ala dir, O Muhammad, als Analphabeten die letzte Offenbarung eingegeben, mit der du der gesamten Menschheit etwas beibringst. Und da sehen wir, Allah Ta'ala, er zeigt uns hier auf, was die Grundlagen für den Wissenserwerb sind. Das Lesen und das Schreiben. Durch das Lesen und das Schreiben wird Wissen vermittelt. Und genau das finden wir in der ersten Offenbarung. Und wer jetzt noch behauptet, der Islam sei eine Religion, die gegen Wissen sei, die gegen das Nachdenken sei, die gegen den Verstand sei, der hat den Koran nicht gelesen. Wenn das die ersten Verse sind, die unser Prophet offenbart bekommt, dann muss jedem klar sein, der Islam ist eine Religion, wo es um das Nachdenken geht, um die Wissenschaft geht. Und es gibt nichts Besseres für einen Menschen, als was? Dass er nach Wissen strebt. Und deswegen sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Ad-Dunya mal'una. Diese Dunya ist verdammt. Mal'unun ma fiha. Alles, was in ihr ist, ist verdammt. Illa, was ist die Ausnahme? Was sind die drei Ausnahmen? Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Jemand, der lehrt. Aliman, au muta'alliman, au. Oder jemand, der Allahs gedenkt. Ja? Drei Dinge. Jemand, der lernt. Oder jemand, der lehrt. Oder jemand, der Allahs gedenkt. Und da sehen wir das Wissen, wie wichtig es ist, dass wir nach Wissen streben, meine lieben Geschwister im Islam, dass wir uns anstrengen, dass wir gut sind. Ja? In unserem, in der Schule, im Studium. Dass wir nach mehr streben. Das sollte immer unser Anliegen sein. Weil das Erste ist, was Allah subhanahu wa ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam offenbart hat. Dieses Thema Wissen, ja, und die Wichtigkeit von Wissen im Islam und in unserer Religion ist ein Thema, das wir nicht nur einen Vortrag halten könnten, aber wir müssen jetzt leider weitermachen, weil wir sonst nicht zum Ende kommen. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala das jetzt offenbart hat und uns aufgezeigt hat, um was es eigentlich geht, um was die Grundlage für die Erkenntnis ist, nämlich auf der einen Seite die Offenbarung und auf der anderen Seite der Verstand, den ich einsetzen muss, um die Offenbarung zu verstehen, kommt jetzt Allah subhanahu wa ta'ala auf eine Art von Mensch zu sprechen, welche
genau das Gegenteil tut. Welche im Grunde genommen ihren Verstand abschaltet und gleichzeitig auch sich gegen die Offenbarung stellt. Und dieser Mensch, der hier beschrieben wird, ist nach Ansicht der Koran-Exegeten ein ganz bestimmter Mensch. Welcher Mensch nämlich? Der hat einen Namen. Auch wenn er für jeden Menschen steht, der genau dasselbe tut wie er. Es gibt hierfür einen Offenbarungsanlass. Über wen wurden diese Verse offenbart oder in Bezug auf wen? Abu Jahl, richtig. Und da gibt es etliche Überlieferungen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die jetzt kommenden Verse in Bezug auf Abu Jahl offenbart hat. Kalla innal insana la yatgha. Keineswegs. Der Mensch lehnt sich wahrlich auf. Ar-ra'ahu istaghna. Dass er von sich meint, unbedürftig zu sein. Und jetzt guckt mal, was Allah sagt. Inna ila rabbika ruj'a. Gewiss, zu deinem Herrn wird die Rückkehr sein. Allah Ta'ala, er beschreibt jetzt hier einen Menschen. Und diese Verse wurden in Bezug auf Abu Jahl, ja auch Abu al-Hakam selbst genannt wurde, ja, und sich selbst bezeichnet als Abu al-Hakam, der größte Feind der Pharao dieser Umma, der glaubte, dass er auf die Offenbarung nicht angewiesen sei. Und der auch seinen Verstand abgeschaltet hat, weil er nämlich genau das gesagt hat, wie es der Koran beschreibt. Wir befolgen nur das, was wir von unseren Vorvätern gelernt haben. Der nicht offen gewesen war für etwas Neues. Also weder hat er das befolgt, was sein Herz ihm gesagt hat, noch hat er seinen Verstand eingesetzt. Und er glaubte, er sei auf all dies nicht angewiesen, weil er nämlich genügend Geld und Unterstützung von seinem Volk hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns auf, nein. Du hast es nicht verstanden, oh Mensch. Darauf kommt es nicht an. Du bist nicht unabhängig, du bist schwach. Du hast eigentlich vergessen, was dein eigentliches Ziel im Leben ist. Nämlich, dass du zu deinem Herrn zurückkehren wirst. Du wirst zu deinem Herrn zurückkehren und er wird dich zur Rechenschaft ziehen für das, was du getan hast. Eine Krankheit des Menschen. Nicht nur von Abu Jahl, sondern von vielen Menschen. Dass sie im Grunde genommen vergessen haben, weshalb sie auf dieser Welt sind. Und sich nur noch auf das Weltliche und auf das Materielle stützen und vergessen, warum Allah subhanahu wa ta'ala sie eigentlich in diese Welt gesetzt hat. Die Dunya hat sie blind gemacht. Und es gibt einen schönen Hadith, oder es ist besser gesagt auch eine Aussage, welche ich sage euch genau, auf welchen Sahabi zurückgeht. Und zwar, jetzt habe ich das natürlich wieder nicht. Inshallah ta'ala finde ich diese Aussage gleich wieder. Wichtig ist einfach, dass in dieser Aussage gesagt wird, ich gebe sie mit meinen eigenen Worten wieder, dass es zwei Menschen gibt, die niemals satt werden. La yashba'an. Und welche zwei Menschen werden niemals satt? Einmal Talib al-Ilm, jemand, der nach Wissen strebt. Ja, das ist gut. Und Talib al-Dunya. Und der andere, der niemals satt werden wird, ist derjenige, der nach der Dunya strebt. Ja, der wird niemals satt werden. Und wir kennen alle den Hadith, ja, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn der Sohn Adams ein ganzes Tal voller Gold haben sollte, würde er sich ein zweites wünschen und dann ein drittes. Und das Einzige, was ihn sättigen wird, ist was? Ist dann die Erde, wenn er unter der Erde liegt. Das ist das Einzige, was seine Augen füllen wird. Erst dann wird er merken, dass er nichts mitnehmen kann. Und dementsprechend, meine lieben Geschwister im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier zwar über Abu Jahl, diesen schlimmen Feind unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, der keine Situation ausgelassen hat, in der er nicht in irgendeiner Weise dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Schaden zufügen konnte. Aber im Grunde genommen spricht Allah ta'ala hier ganz allgemein über jeden Menschen, der es ihm gleich macht. Möge Allah Ta'ala uns davor bewahren, so zu sein wie diese Menschen. Und ich nenne ein, zwei Hadithe, in denen noch einmal auch überliefert wird, dass diese Verse in Bezug auf Abu Jahl herabgesandt worden sind. Und zwar wird überliefert von Ibn Jarir, von Abdullah ibn Abbas, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, faja'ahu Abu Jahl.
Und Abu Jahl kam dann zu ihm. فَنَهَاهُ Und er hielt ihn davon ab, und das bezieht sich auch auf die anderen Verse, die jetzt kommen werden. فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبَدًا إِذَا صَلَّى Das kommt jetzt gleich, inshallah ta'ala. Ebenfalls wird überliefert bei Bukhari und bei At-Tirmidhi, dass Abu Jahl gesagt hat, لَإِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّ عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَطَأَنَّ عَلَىٰ عُنُقِ Wenn ich sehen sollte, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bei der Kaaba betet, dann werde ich auf seinen Kopf treten, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das gehört hat und daraufhin sagte, لَإِنْ فَعَلَ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَ Sollte er dies tun, dann werden ihn die Engel nehmen. Das sind einige der Überlieferungen, welche herabgesandt worden sind in Bezug auf Abu Jahl und in Bezug auf diese Surah. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala über diesen Menschen spricht, spricht Allah subhanahu wa ta'ala noch weiter über Leute, die es dann übertreiben. Und zwar, indem sie nicht nur glauben, ich bin unabhängig von diesem Glauben, ich brauche keinen Gott, ich lebe und ich bin sozusagen unbedürftig gegenüber einem Schöpfer, gegenüber einer Religion, sondern es gibt auch noch Menschen, die einen Schritt weiter gehen. Und zwar jene Menschen, welche auch noch versuchen, die Gläubigen dann von ihrem Glauben abzuhalten. Und hierzu sagt Allah subhanahu wa ta'ala dann folgendes, und wir machen es kurz, insha'Allah ta'ala. Kalla inna afun. Ara'ayta alladhi yanha. Siehst du denjenigen, der abhält? Abadan idha salla, einen Diener, wenn er betet, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie wir es in dieser Überlieferung gehört haben. Ara'ayta in kana ala al-huda, siehst du, obwohl er nach der Rechtleitung verfährt. Au amara bit-taqwa, oder die Gottesfurcht gebietet. Ara'ayta in kathaba wa tawalla, siehst du, wie es wäre, wenn er die Botschaft für Lüge erklärt und sich abkehrt. Das ist jetzt wieder bezogen auf wen? Wieder bezogen auf Abu Jahl. Alam ya'lam bi anna Allah yara, weiß er denn nicht, dass Allah ihn sieht? Kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiya. Keineswegs, wenn er nicht aufhört, werden wir ihn ganz gewiss an die Stirnlocke packen und ziehen. Nasiyatin kathibatin khati'a. Einer Stirnlocke, einer lügnerischen, einer verfehlt handelnden. Und hierin liegt auch ein Wunderaspekt des Korans. Welcher Wunderaspekt liegt denn hier? Des Korans. An diesem Vers. Man hat gefunden, dass im Gehirn, in der Stirn ist ein Zentrum, das aktiv wird, wenn man lügt. Also die Lüge ist dann an der Stirn. Und dass Allah in diesem Vers gesagt hat, dass die Stirn lügnerisch ist, ist ein Wunder, ja, dass er das... Und deswegen, also der Bruder hat gesagt, dass das Zentrum für sozusagen diese Entscheidung zu lügen hier in der Stirn liegt, ohne dass ich jetzt mich wirklich wissenschaftlich damit auskenne, ja? Und dass diese Entscheidung hier getroffen wird, also an der Stirn, also sozusagen im Gehirn, ja, aber was sozusagen unter oder an der Stirn liegt. Und die Mufassirun früher, die das nicht wussten, die haben gesagt, das sozusagen beschreibt eigentlich ist der Lügner der Abu Jahl und nicht seine Stirn. Und das ist lediglich ein rhetorisches Mittel. Aber da sehen wir, der Koran ist sehr, sehr genau. Und er beschreibt die Stirn als lügnerisch, weil hier nämlich genau diese Entscheidung getroffen wird, zu lügen. Nasiyatin kathibatin khati'a falyad'u nadiya. So soll er doch seine Genossen rufen. Sanad'u zabaniya. Wir werden die Höllenwache rufen. Und jetzt kommt die Aufforderung zu unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam und zu jedem Gläubigen. Kalla la tuti'hu. Keineswegs. Gehorche ihm nicht. Wasjud waqtarib, sondern wirf dich nieder und sei Allah nah. Wir können nachher insha'Allah ta'ala am Ende des Unterrichts noch die Sajda machen, bi'iznillah azza wa jalla. Weil an dieser Stelle befindet sich nämlich eine Sajda, eine sogenannte Sajda Tilawa. Also eine Niederwerfung bei der Rezitation des Korans. Wie viele sogenannte Sajda Tilawa gibt es im Koran? 15. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, aber sozusagen die überliefert werden, sind 15, auch wenn es bei einigen Meinungsverschiedenheiten gibt. 15 sogenannte Sajdat Tilawa. Das heißt, wenn man jetzt diese Sure lesen würde oder eine andere Stelle, wo es so eine sogenannte Sajdat Tilawa gibt, was macht man dann? Man wirft sich dann nieder. Und das ist nach den meisten Gelehrten eine Empfehlung. Weil Umar ibn Khattab radiallahu anhu eines Tages auf dem Minbar stand und er hat eine Sure gelesen, ja, wo es eine Sajdat Tilawa gab. Und er ist hinabgestiegen und hat Sujud gemacht.
mitten in der Khutba. Und beim nächsten Freitagsgebet hat er das wieder getan, aber er hat nicht Sujud gemacht. Ja? Genau. Ja? Und daraus haben die Gelehrten entnommen, das ist sozusagen die meisten Gelehrten entnommen, dass es sich hierbei um eine starke Empfehlung handelt. Und wir wissen ja auch, dass der Shaitan sich ärgert, wenn der Sohn Adams oder die Tochter Adams sich niederwirft, wenn diese Aufforderung kommt. Und es wird überliefert vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass er gesagt hat, إِذَا قَرَى إِبْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدْ. Wenn der Sohn Adams eine Sajda liest und dann sich niederwirft, اِعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِ. Dann zieht sich der Shaitan zurück und weint. يَقُولْ يَا وَيْلَهُ. Er wird sagen, oh wehe mir. Und in einer anderen Version heißt es, ja waili, o wehe mir, umira ibn Adam bis sujudi fasajda falahu janna. Der Sohn Adams wurde aufgefordert, sich niederzuwerfen. Und er hat sich niedergeworfen und er wird dadurch das Paradies bekommen. Wa umirtu bis sujudi faabaitu falian nar. Und mir wurde befohlen, mich niederzuwerfen, aber ich habe mich geweigert, so dass ich die Hölle betreten werde. Und dementsprechend, ja, es ist eine Aufforderung an unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam, sich niederzuwerfen, Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Und es gibt nichts Schöneres, meine lieben Geschwister im Islam, als gerade durch den Sujud, durch die Niederwerfung seinem Schöpfer näher zu kommen. Ich sage euch ganz offen, es wird Menschen geben am jüngsten Tag, welche sich wünschen werden, sich niederwerfen zu können. Aber sie werden es nicht können. Warum? Weil sie es in dieser Zeit nicht getan haben. Und jetzt hast du die Möglichkeit, es zu tun. Also tu es auch. Und guck mal, was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt über den Sujud. Er sagt sallallahu alaihi wasallam, أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدْ. Der Diener ist seinem Schöpfer am nächsten, wenn er was? Im Sujud ist. فَأَكْثِرُوا الدُّعَى. So macht viel Dua. Wie schön ist es, sich niederwerfen zu können, sich geborgen zu fühlen. Wie ein kleines Kind. Guck mal, wenn du Sujud machst, bist du zusammengekauert. Wie ein kleines Kind. So als würdest du sagen, oh Allah, umarm mich. Oh Allah, ich brauche dich, ich bin auf dich angewiesen. Und gerade in diesem Zustand sei dir sicher, Allah subhanahu wa ta'ala wird dir was, das geben, was du möchtest. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُ فِيهِ الرَّبُّ. Was den Ruku' betrifft, so lobpreist Allah darin. وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ. Und was den Sujud betrifft, so strengt euch an, viel Dua zu machen. فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. Weil gerade im Sujud habt ihr die größte Chance, dass Allah subhanahu wa ta'ala eure Bittgebete erhört. Und da sehen wir diese Gegenüberstellung. Der eine Mensch, der versucht sich ganz klar loszulösen von Allah und sagt, ich bin unabhängig, ich brauche das nicht. Ich habe meine Wissenschaft, die reicht mir aus, wie heutzutage einige behaupten. Ja? Wozu brauche ich Religion, wenn ich Wissenschaft habe? Und der Tor, er glaubt, die Wissenschaft würde alles erklären. Er glaubt, die Wissenschaft könnte alles, obwohl die Wissenschaft nichts anderes tut, als die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala zu erklären. Nicht mehr und nicht weniger. Die Wissenschaft erschafft nichts in dem Sinne. Die Wissenschaft erklärt lediglich, wie dieses Universum funktioniert. Und er glaubt, die Wissenschaft wäre der Gott, vor dem er nicht sich niederwerfen kann. Aber ein Muslim, nein, er macht es genauso, wie es Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt hat, indem er sich nämlich niederwirft und versucht, Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Auch in solchen Situationen, wo es viele Menschen gibt, welche sich von der Religion trennen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu diesen Menschen gehören lassen, ya Rabbil Alamin. Und noch abschließend, inshallah, und das ist der letzte Satz, bi'idhnillahi azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt hier auch sehr, sehr schön in diesen Versen, dass es Menschen gibt, welche nicht nur sich selbst zurückziehen von der Religion, sondern welche auch noch versuchen, andere Menschen zu unterdrücken. Und es gibt nichts Schlimmeres, als dass ein Mensch andere Menschen, gerade wenn es um religiöse Angelegenheiten geht, unterdrückt. Und wir sehen, dass es heutzutage leider, gerade in muslimischen Ländern, auch viele Herrscher gibt, welche versuchen, die Menschen, gerade wenn es um Glaubensaspekte geht, zu unterdrücken.
Ja? Wir sehen es leider heutzutage auch in anderen Ländern, sogar in sogenannten westlichen Ländern, ja, wie wir es gerade momentan mit den USA haben, Trump und so weiter und so fort, wo man versucht im Grunde genommen, Muslimen zu verbieten, ihre Religion auszuleben. Aber was uns zum Nachdenken bringen sollte, ist, wenn es Brüder gibt und Schwestern gibt, welche glauben im Namen der Religion, es anderen Menschen zu verbieten, ihre Religion auszuleben. Das ist eine der größten Sünden, die man überhaupt begehen kann, dass man versucht, anderen Menschen zu verbieten, ihre Religion auszuleben. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns regelrecht dazu verpflichtet, dass wir anderen Menschen diese Religionsausübung garantieren können. Und wenn jetzt heutzutage Brüder, sogenannte Brüder und Schwestern kommen, die glauben, sie müssten alle anderen abstarten, nur weil sie einen anderen Glauben befolgen und ihnen verbieten, ihre Religion auszuüben, so haben diese wahrlich vom Glauben nichts verstanden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unseren Glauben verstehen lassen. Amin, ya Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Verzeiht, dass es jetzt sich so in die Länge gezogen hat. Man könnte noch viel mehr über diese Sura sagen. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.